Willkommen, Ladies and Gentlemen, bei Assassin's Creed. Ja, komm, gönnen wir uns die tägliche Quest. Und dann machen wir die letzte Live. Das heißt, noch ein Händler. Ich muss Hephaestus Bogenschützen in Sais ausschalten. Ja, sie sind seine Augen. Das könnten wir auch mal noch machen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal das hier. Ach so, da oben. Mufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Sie wollen die Reise riskieren? Das sagte sie. Ihr Hof ist gescheitert. Sie wollen dort neu anfangen. Das klingt nach viel Arbeit, eine ganze Stadt wieder aufzubauen. Allerdings, aber sie versprechen sich ein neues Leben davon. Wenn man dran glaubt? Naja, ich warte, bis Nofure sich eingelebt hat und uns schreibt. Dann sehen wir weiter. So, wir machen eben schnell die Quest und dann machen wir dann. Und warum willst ja, du das hier andere, arbeiten? Was wir machen wollten. Selbst bis ins ferne Kyrene habe ich von der Brauerei von Sais und dem Rezept von Braumeister Hakuf gehört. Was diese Ausrufezeichen bedeuten, weiß ich aber übrigens immer noch nicht. Wartet, ich probiere mal was aus. Ach schade, ich wollte wissen, ob man so bei das den Esel springen kann. Was heißt denn Räume, das Banditenlager? Soll ich alle töten? Alles wegräumen? Aber Räume ist eigentlich, ich muss was räumen. So ein Zimmerräume im Hotel ist ja auch, man geht da raus. Naja, mal gucken. Wäre gut, wenn wir den Ort dann auch abschließen könnten. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ja, ich weiß, dein Standardspruch. Das sagst du eigentlich immer. Wir können ja jetzt mal Wetten abschließen. Ah. Ob ich das jetzt lebend schaffe beim ersten Mal oder nicht. Aber wenn das nur zwei Banditen sind, dann wird's ja gehen. Ja. Ich besuche ihn. Warum bin ich jetzt so blau? Und ich glaube, ich hab's. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Wieso habe ich nicht Attentat gemacht? Ich bin dumm, oder? Hey! Ja, okay. Ja, ich beende doch das Banditenlager, wenn das geht. Oh, da ist noch jemand. Oh, das. Ah, cool, Missionsziele vor Ort, hatte ich mir gar nicht angeguckt. Ja, jetzt muss ich noch den Schatz plündern. Oh, scheiße. Ein Löwe, den lasse ich da lieber mal schön im Käfig. Ja, haben wir den Ort doch besiegt. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Geld mit. Guck mal, das war mal eine schnelle tägliche Quest. Und dann... Ich habe einfach Angst. Oh, toll. Einfach Angst vor Löwen. Irgendwie bin ich einfach zu voll, mein Pferd zu rufen, obwohl das wahrscheinlich schneller wäre, oder? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob... Meister Tahakas Frau ist so nett. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Ich möchte jetzt mal wissen, ob es den offiziellen Weg hoch gibt, weil ich kletter ja immer die Bäume hoch. Ja, wahrscheinlich hier ist der richtige Weg. Es heißt, dass noch ein Händler Sephetu nicht bezahlen konnte. Was ist passiert? Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Na, da kann ich jetzt leider nicht hoch. Ich will den richtigen Weg nehmen. Oh ja, wenn die jetzt noch einmal erzählt, wo die hinreist. Ich muss Hephaestus Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen.
Und was kriege ich? Ja, okay, das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Komm, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht zweimal denselben Bogen. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Meinen alten Phalanx-Schild brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und den brauche ich nicht. Dann kann ich nämlich jetzt langsam mal wieder zu einem Schmied gehen und mir vielleicht eine andere Waffe holen. Kommst du, um zu handeln? Nee, ich will mehr. Meine Liebste, wir haben nicht genug Geld für Sephetos verfluchte Steuern. Ich rüste das immer noch nicht auf, ist mir zu teuer. Günstige Binde. Ich spare jetzt einfach, mach jetzt die... Der letzte Leibwächter-Quest. War wieder zu dumm, um hier auf der Karte zu gucken, wo das ist. Oh cool, mal wieder was in Alexandria. Wahrscheinlich habe ich da die Quest auch her. Achtung, lass mich durch. Weißt du, was cool wäre? Es gibt ja manchmal so Trophäen. Oh, wieso kannst du da nicht hoch? Das war doch sogar schräg. Es gibt ja manchmal so Abzeichen in den Spielen. Ne? Wäre cool, wenn es eine geben würde für geht nie den Weg, sondern geht immer Luftlinie. Ja, ne, das war jetzt auch einfach ziemlich... Ich werde sterben! Das war auch ziemlich unnötig, da jetzt einfach hochzugehen. Ich hätte einfach den Weg weiterlaufen können, glaube ich. Hallo, was transportiert ihr denn da? Papier? Ach, Papyrus. Hallo. I want to talk to you. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Die sehen auch alle gleich aus, ne? Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Dieses Mädchen da? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Mhm. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Also gefühlt ist das ganz Alexandria irgendwie davon Griechen besetzt. Weil die immer so griechisch... Sie sehen auch endlich so aus. Planänderung, Herakles. Wer? Na, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Bin ich dumm? Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche... Ja, total wichtig. Sonst was? Mhm. Sonst schreie ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann... Na, vielleicht... Nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war... Okay, dann muss ich jetzt hier links. Gut. Ja, der findet zuerst die auch anstrengend. Holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin.
Aber da brauche ich noch Schätze. Jemand würde das Wasser reinigen. Oh. Du führst das Boot sehr gut. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Könntest du nicht einfach selber fahren, wenn du so eingebildet bist? Willst, das wäre in Ordnung. Ja, hier, Tussi, ey. Boah, ich hoffe, wir machen sowas von Unfall. Sieh dir die Stadt an, Magi. Sie muss sehr einschüchternd sein für jemanden wie dich. Hey, kannst du aber Einsatz machen, ohne mich zu beleidigen? Tja, das sind Boote. Nicht wie dieses Ding. Wie nennt man sie gleich nochmal? Feluken. Ah, ja, so provinziell. Ganz ehrlich, du hättest auch schwimmen können. Ach, guck mal, das war gar nicht so schlecht, das Anliegen. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Ach, ich dachte so, rustikal ist scheiße, weil das Schiff nicht so luxusmäßig ist. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Sonne. Natürlich. Kopf hochladen. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen. Jetzt muss ich das noch bezahlen, ich sag's euch. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Selbst die schlecht animierte Figur ist... Ich bespreche das mit deinem Vater. Arrogant. Oh. Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Ich dachte jetzt, mach ihm Flügel, Leibwächter. Ach, ich bin der letzte Leibwächter, okay. Gibt's da nicht so einen Film von Der letzte so und so? Ach so, nee, es gibt so ein Buch, Der letzte Ork. Aber ganz ehrlich, ich habe einen Sattel und sie sitzt so hinter dem Sattel, als ob... Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin. Sieht einfach nicht so, als ob die da nicht runterfallen könnte. Ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Die weiß auch nicht, was sie will, ne? Dein Gewissen wüsste es. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste... Diskussion mit einem Soldaten. Wow. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Meinst du was anderes? Ah, übrigens, ich habe jetzt rausgefunden, in Ägypten ist Linksverkehr. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Glaube ich, jedenfalls, wir müssen jetzt immer links ausweichen. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Ja, ich glaube, man muss nach links ausweichen. Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Ja, und dann müsste ich das wieder bezahlen. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Wir sind fast da. Endlich. Wow, ist sie jetzt runtergefallen? Ist sie jetzt hier lang gegangen? Schnell weiter jetzt! Ja. Ja, jetzt hol dir doch hier Leinen. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Hast du das jetzt überhaupt bezahlt und gekauft? Wo ist der Händler? Klau ich. Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Ja, Pech, wenn du auch einfach wegrennst. Geh nicht weg! So, soll ich jetzt den Stoff die ganze Zeit behalten, oder... Kann ich den einfach hier ablegen? Ja, komm, den Stoff nehmen wir da später. Jetzt muss ich... Oh, oh Mann. Ganz ehrlich, das Mädel ist selber schuld. Ja, die versuchen ja alles realistisch zu machen, aber das, wenn du rufst, dein Pferd kommt einfach von irgendwo, finde ich immer noch ein bisschen komisch. Ja, jetzt.
Oh cool, der kann einfach springen. Okay, und es zerstören. So. Ich glaube, das nächste Mal will ich auch ein Attentat von einem Pferd ausmachen. Den Punkt habe ich ja noch nicht. Ach scheiße, ich wollte Attentat machen, aber ich habe die falsche Taste gedrückt gehabt. Toll, und jetzt lasse ich mein Pferd da einfach stehen und nehme das hier weg, oder was? Dieses Mädchen, ey. Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Ich nehme genau denselben. Vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Ja, ich glaube, Aya wäre auch ein bisschen freundlicher. Würde dich nicht einfach klauen lassen. So, Wetten, jetzt fragt sie, der Protektor schon. Okay, hier ist die. Aber wo habe ich jetzt den Stoff auf dem Boden liegen lassen? Hey, hierher, Bayek! Oh. Aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah. Ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Immerhin Kann einmal nett. Immer mein Leibwächter sein? Oh nein, bitte nicht. Bitte, Vater. Nein. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Nicht bezahlbar. Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Ja, der Stoff ist jetzt egal, ne, wenn er auf dem Boden... Ist sie gerade auf ihr Dings gesprungen? Wow, 500 Euro. So. Sollen wir mal eine Hauptquest machen? Nee, wir haben noch so viele Nebenquests. Gibt es irgendeine in der Nähe? Ach, das sind die Meta-Anzahl. Ich habe jetzt immer auf das Geld geachtet. Ja, die sind alle richtig weit weg. Bogenschützen natürlich. Ich muss Hephaestus Bogen... Okay. Ach, das hier ist Seis. Boah, ich will schwarze Klamotten, aber alle Klamotten, die es da gibt, sind doof. Vielleicht hole ich mir diese Purpurn. Aber eigentlich ist das auch unwichtig. Also ich muss auf die Dächer, ne? Die Bohnen schützen. Aus dem Weg! Achtung! Lass mich durch! Gehe ich vielleicht erstmal hier auf das Dach? Wahrscheinlich sind die auf den anderen Dächern, oder? So, kann ich das jetzt? Nee, kann ich nicht. Ich hätte... Oh, cool. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Aber man sieht die gar nicht, ne? Doch, da. Aber irgendwie finde ich das voll chillig, dass man da so auf den Dächern ein Lager hat. Also, hier in der Mitte war einer. Das habe ich gesehen. Dann mache ich den mal als erstes. Dieser Ort wird schwer bewacht. Hey, warte! Okay, das konnte ich jetzt echt nicht. Sind die alle auf einem, oder was? Ach, scheiße, das schaffe ich schon wieder nicht.
Glück habe ich das. Die sind echt alle auf einem Dach. Ich dachte, die wären so einzeln und man könnte die nacheinander attentaten. Wow. Das war mal erfolgreich. Was, nur zwei? Okay, das andere waren vielleicht nicht alles Bogenschützen. Okay, dann ist das doch so. So, ich glaube, ich bin eh aufgeladen. Dann können wir mal, wo die nächsten sind. Da, wo die Fahne sind und da. Okay. Alle Augen auf uns. All eyes on us. Ich habe mich selbst verletzt. So. Muss mal überlegen, wie ich das mache. Oh nein! Warte. Nufura, doch, gesagt, alles gut. Sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Ich hatte gerade wollen die Reise riskieren? Ein das sagte sie. Ihr Hof Energy ist Drink in der Dose und das habe ich umgekippt. Aber es ist zum Glück nicht mehr viel drin gewesen und das ist nicht eine ausgelaufen. Ganze Stadt wieder aufzubauen. Weil das wäre ätzend gewesen. Du da! Halt! Halt! Du bist tot! Ist das ein Bogenschütze? Ja. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich weiß zwar nicht, was ich immer drücke, damit der Adler kommt, aber es ist eigentlich geil. Oh, diesen Keulentypen hasse ich. So, jetzt können die Nächsten gerne kommen. Aber... Moment! Schneidet ihm den Weg ab! Ach, schade. Ja, das war irgendwie nicht so cool. Jetzt kommt der Typ hier hoch. Ah ja, geil. Hat sich doch gelohnt, diese Attacke zu kaufen. So, wo ist der eine Typ jetzt? Hier. Ein Moment. Ach cool, ich konnte den doch noch ein Attentat ausüben. So viel zu Sephetus Augen. Ja, geil. Müsste langsam auch mal wieder einen Stufenaufstieg haben. So, dann suchen wir uns direkt noch die nächste Quest. Die wird aber erst im nächsten Part gemacht. Machen wir verlorenes Glück. Und... ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.